einem Espresso mit Marco Buschmann, die kleine konzentrierte Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. In dieser Sitzungswoche des Deutschen Bundestages haben wir Freie Demokraten das Motto Smart Germany ausgegeben. Denn wir wissen und wir sind davon überzeugt, dass Deutschland ein wahnsinnig innovatives, starkes Land ist. Wir haben früher und heute immer die besten Maschinen der Welt gebaut. Das wollen wir auch in 10 Jahren tun. Wir waren immer eine Bildungsnation und das wollen wir auch in Zukunft sein. Und deshalb müssen wir heute etwas tun, nämlich die Weichen für die Digitalisierung richtig stellen. Und wir wehren uns dagegen, dass man noch gar nicht wüsste, was zu tun ist. Wir haben 25 Anträge eingebracht und 3 davon möchte ich euch jetzt ganz kurz vorstellen. Erstens, wir brauchen ein Digitalministerium. Warum? Weil im Moment ist jedes Ministerium sein eigenes Digitalministerium. Die koordinieren sich nicht, stehen sich nur gegenseitig im Weg rum und es ist doch kein Wunder, dass da nichts funktioniert. Zweitens, wir haben einen Antrag zur Industrie 4.0 eingebracht. Was heißt das? Maschinen werden heute nicht verzahnt über Zahnräder, sondern die erfassen Daten und die tauschen untereinander auch Daten aus. Dabei gibt es aber viele Probleme, die die Politik lösen muss. Zum Beispiel, was ist mit Haftungsfragen, wem gehören die Daten und so weiter. Das müssen wir regeln, damit wir echt schnell auch auf diesem Markt zeigen können, dass wir da die besten Maschinen bauen und das auch in Zukunft tun. Und drittens, wir waren immer ein Land der Dichter und Denker. Wir brauchen das beste Bildungssystem, was wir irgendwie auf die Beine stellen können. Und dazu gehören heute digitale Lehr- und Lernmethoden. Und das heißt nicht, dass ich ein Buch nehme, das PDFe und das auf ein iPad packe, sondern das heißt, dass ich die Interaktion nutze, dass die Software auf dem iPad auch reagiert auf das Kind, auf seine individuellen Bedürfnisse, auf seinen Lernerfolg. Und dafür muss ich Daten erheben, Daten auswerten. Wir nennen das Learning Analytics. Und so können wir Bildung besser machen, individueller machen und damit auch einen wichtigen Beitrag zu sozialem Aufstieg durch eigene Leistungen erbringen. Denn Bildung ist das beste Instrument, damit alle Menschen ihre Potenziale entfalten können. Das sind nur 3 der 25 Ideen, die wir diese Woche eingebracht haben unter dem Motto Smart Germany.